Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, ich darf Sie begrüßen zu dieser Pressekonferenz anlässlich des Treffens der Finanzminister der deutschsprachigen Länder. Es ist, wie mir gesagt worden ist, ein 10-jähriges Jubiläum in dieser Konstellation. Freut mich, dass ich in meinem ersten Jahr als Finanzminister gleich Gastgeber dieser bemerkenswerten Konstellation sein darf. Wir haben ja uns gestern Abend schon getroffen und wie sich's für einen Besuch in Österreich, in Wien gehört, begonnen mit einem Besuch im Leopoldmuseum. Wir haben uns die Ausstellung Wien um 1900 angesehen mit den vielen großartigen Exponaten der Wiener Werkstätten, der Künstlerinnen und Künstler der Sezession. Der Direktor Wipplinger hat uns durchgeführt. Danke auch dafür von dieser Stelle. Und danach den ausgezeichneten gemischten Satz genossen und somit auch den Abend in informellen Runden beschlossen. Wir haben uns heute in der Arbeitssitzung ausgetauscht über die verschiedensten Themen. Hauptthema war natürlich die Herausforderung wirtschaftspolitischer Natur und fiskalpolitischer Natur nach dem Ausbruch des Coronavirus. Wir haben die verschiedensten Maßnahmen, die es in den jeweiligen Ländern gegeben hat, um die Auswirkungen, die wirtschaftlichen des Coronavirus zu bekämpfen, analysiert. Zwei Maßnahmen, die es in allen hier vertretenen Ländern gibt, sind Übernahmen von Garantien, um Liquidität in den Unternehmen sicherzustellen. Die hier versammelten Länder haben Garantien in der Höhe von etwa 800 Milliarden Euro insgesamt zur Verfügung gestellt. Und eine zweite Maßnahme, die es auch in allen Ländern gibt, ist die Kurzarbeit. Und auch hier wissen wir aus den verschiedenen Berichten, dass es eine sehr wirkungsvolle Maßnahme ist, um Arbeitsplätze zu sichern durch diese Krise hindurch. Es gibt natürlich viele weitere Maßnahmen, die sich dann von Ländern zu Ländern ein wenig unterscheiden, wo wir auch versucht haben, einen Austausch zustande zu bringen, was sehr, sehr gut funktioniert und natürlich auch in Folge, was das für die Budgeterstellung in den nächsten Jahren heißt. Wir werden ja nicht nur dieses Jahr eine herausfordernde budgetäre Situation haben, sondern auch noch im nächsten Jahr und hoffen dann Schritt für Schritt zu einer, ich sage mal, solideren Budgetplanung wieder zurückkommen zu können. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht, was es an internationalen Projekten im Bereich der Steuern braucht und hier auch die Frage von einer digitalen, einheitlichen Besteuerung erörtert, wo es ja darum geht, auch eine Level Playing Field zu erstellen auf internationaler Ebene. Und hier waren wir uns alle einig, dass der multinationale Ansatz hier der richtige wäre und zu bevorzugen ist im Vergleich zu nationalen Alleingängen. Und daran wollen wir auch gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf nun den deutschen Finanzminister Olaf Scholz bitten. Schönen Dank. Ich freue mich, dass wir unseren intensiven Austausch hier fortsetzen können, auch in diesem Format. Das hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt und auch dazu beigetragen, dass neben all den Dingen, die wir auf den Tagesordnungen der verschiedenen Gremien und Sitzungen zu verhandeln haben, es eine gemeinsame Diskussion gibt, die dann auch Zusammenarbeit gut macht. Was uns jetzt im Augenblick alle im Wesentlichen bewegt, ist, wie kommen wir zurecht mit der Corona-Krise? Wir müssen die gesundheitliche Krise bewältigen und dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Das wird uns dieses und das nächste Jahr noch beschäftigen, denn wir alle wissen, das Virus ist noch unter uns Menschen, überall auf der Welt. Und solange wir keine Therapien und Impfstoffe haben, können wir auch nicht von einem Ende der Notwendigkeit sprechen, immer sehr sorgfältig zu sein und unser Gesundheitswesen so aufzubauen, dass es in der Lage ist, damit umzugehen. Aber auch sorgfältig zu sein, dass wir die notwendigen, auch restriktiven Entscheidungen treffen, um eine weitere Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu verhindern, wenn es da und dort jeweils auftritt. Wichtig ist, dass wir die Wirtschaft stabilisiert haben. Das ist geschehen in allen Ländern, wie wir uns hier auch noch mal wechselseitig sehr sorgfältig dargelegt haben. Deutschland hat ein Stabilisierungsprogramm beschlossen, schon gleich im März, das dazu beigetragen hat, dass wir die Unternehmen sichern können, dass wir Arbeitsplätze sichern können und dass viele durch diese Krise gekommen sind, in der dann ganz plötzlich alle möglichen Umsätze zurückgegangen sind. Das ist schon etwas, was viel Vertrauen geschaffen hat. Und wir haben mit dem Ende des Lockdown auch den Weg dazu gewiesen, dass wir eine Situation dann haben, die durch ein Konjunkturprogramm begleitet wird. Auch das war ein großes, schnelles Signal, notwendig, um sicherzustellen, dass alle auf die Zukunft setzen. Wenn wir die
Daten am aktuellen Rand anschauen, dann spricht vieles dafür, dass die Wirtschaft sich besser entwickeln wird, als wir vor einiger Zeit prognostiziert haben, dass also all die großen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, auch geholfen haben. Und jetzt werden wir, auch wenn heute sich die deutsche Regierung im Rahmen ihres Koalitionsausschusses noch mal über die notwendigen weiteren Schritte unterhält, ganz sicherlich darüber reden, wie wir sicherstellen, dass alle auch mit dem Gefühl nach Hause gehen, gewissermaßen, dass wir bis zum Ende der Krise mit ihnen durchhalten werden. Das Thema Kurzarbeiterregelung wird dabei eine große Rolle spielen. Sie wissen, dass wir darüber diskutieren, diese Maßnahme auf bis zu 24 Monate auszuweiten und damit die Möglichkeit zu schaffen, dass Unternehmen wissen, ganz bis zum Ende werden wir das mit ihnen bewerkstelligen. Wir haben dann natürlich auch das eingebettet in einen europäischen Handlungsrahmen, wo ich froh bin, dass es so schnelle Entscheidungen gegeben hat, die uns in die Lage versetzt haben, auch die europäische Volkswirtschaft aus dieser Krise herauszuziehen. Unterstreichen will ich an dieser Stelle, dass wir in der Tat große Aufgaben vor uns haben, was die Frage der internationalen Steuerpolitik betrifft. Zwei will ich herausgreifen, weil Deutschland im Augenblick auch sehr aktiv daran arbeitet, diese Dinge voranzutreiben. Das ist im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit der OECD die Fragestellung, wie wir eine Verständigung herbeiführen können über die Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Und das Zweite, was dort gegenwärtig sehr besprochen wird, ist eine Verständigung als System der Mindestbesteuerung. Ich bin im Augenblick ganz zuversichtlich, dass wir im Herbst diesen Jahres ein Blueprint für beide Fragestellungen international vereinbaren können, und zwar auch genau an der richtigen Stelle. Das wird dann Konsequenzen haben für unsere nationalen Gesetzgebung, aber auch für die europäische zum Beispiel, und wird auch vermeiden, dass ein großer Konflikt zum Beispiel über die Frage der Besteuerung von digitalen Unternehmen weltweit ausbricht, weil wir eine gemeinsame Plattform haben für das Vorgehen. Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir uns alle hier wechselseitig unterstützen, dass das jetzt im Herbst auch klappt. Und das hat lange genug Diskussionen gegeben, es wäre soweit. Mindestens jetzt in dieser Krise lernen alle, dass unser internationales System nur funktionieren wird, wenn es auch mit Fairness zugeht. Und Mindestbesteuerung zum Beispiel, was ich eben angesprochen habe, ist ein Weg, der sicherstellt, dass nicht mit Arbitrage die Möglichkeit geschaffen wird, dass die wirtschaftlichen Nutzen anderswo, die steuerlichen Effekte des wirtschaftlichen Tätigkeit nicht dort entstehen, wo die wirtschaftliche Tätigkeit vollbracht wird. Und das ist, glaube ich, ein gemeinsames Anliegen, das nicht nur wir haben, aber das auch international jetzt niedergelegt werden soll. Vielen Dank, Finanzminister Hasler, Liechtenstein. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich möchte zuerst Finanzminister Blümel ganz herzlich danken für die Einladung hier nach Wien. Gerade für Liechtenstein als Nicht-EU-Mitglied ist dieser Austausch sehr wichtig, da wir da bei den informellen Finanzministertreffen nicht dabei sind und hier doch einmal im Jahr die Gelegenheit eben geboten wird, dass man sich entsprechend über Themen austauschen kann. Zum Thema Covid-19. Auch Liechtenstein wurde entsprechend getroffen. Und bei uns sieht das so aus, dass wir unterschiedliche Optiken haben. Auf der einen Seite international tätige Unternehmen, bei denen die Lieferketten eingebrochen sind, bei denen auch der Umsatz eingebrochen ist. Auf der anderen Seite der ganze Finanzbereich, Banken, Versicherungen, Fonds und so weiter, die haben die Krise nicht so groß gespürt. Und dann vor allem die ganzen Klein- und Kleinstunternehmen, das lokale Gewerbe, das natürlich sehr stark von der Krise betroffen ist. Wir haben sehr rasch ein entsprechendes Maßnahmenpaket aufgegleist und auch umgesetzt. Unser Ziel war es hier, dass man rasch und pragmatisch eine Lösung schaffen kann und diese Unternehmen dann auch rasch mit Geld entsprechend auch unterstützt. Ein zentrales Thema war sicher, die Liquidität sicherzustellen. Da haben wir auch ein entsprechendes Ausfallgarantiegesetz umgesetzt und dann eben rasch diese Gelder bereitgestellt, damit diese Liquiditätsengpässe überbrückt werden können. Das zweite große Thema war dann die Kurzarbeitsentschädigung. Die ist vor allem auch für die großen Unternehmen sehr relevant, weil sie ihre Mitarbeiter eben in Kurzarbeit geschickt haben. Und da ging es uns wirklich primär darum, dass die Arbeitsplätze gesichert werden können für die Zukunft. Der dritte Bereich waren dann konkrete Unterstützungsmaßnahmen für diese Klein- und Kleinstunternehmen, weil die eben mit den anderen Maßnahmen nicht unbedingt entsprechend berücksichtigt werden konnten. Und gerade dort haben wir lokal natürlich große Probleme gesehen und dann eben zielgerichtet auch das Ganze umgesetzt. Haushaltsmäßig gehen wir davon aus, dass wir vor allem im nächsten Jahr entsprechend betroffen sein werden. Die Rückmeldungen, die wir von der Wirtschaft haben, die Zahlen zeigen, dass es im Moment eher nach aufwärts geht, dass die Aussichten
besser sind als ursprünglich erwartet und damit dann auch mittelfristig nicht große Effekte auf den Staatshaushalt zu erwarten sind. Zur Thematik Digitalsteuer. Für Liechtenstein ist hier ganz wichtig, dass wir ein Level Playing Field weltweit haben, das heißt wirklich global, dass diese Regeln für alle gelten. Wir anerkennen auch, dass hier Handlungsbedarf besteht und wünschen uns natürlich, dass eine Lösung gefunden wird für beide Pfeiler, wie es schon ausgeführt worden ist, dass man hier wirklich das ursprüngliche Ziel, was die Besteuerung dieser Digitalwirtschaft betrifft, nicht aus den Augen verliert und hier eine faire Lösung findet. Und wichtig ist einfach, dass man auch eine Lösung hat, die dann pragmatisch umgesetzt werden kann, dass die Wirtschaft mit dieser Lösung auch leben kann. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister Kramenger für Luxemburg, bitte. Ja, guten Tag. Ich bin froh, wieder in Wien zu sein und möchte mich bei Minister Blümel für die Gastfreundschaft und die gute Atmosphäre bedanken. Ich war, wie du, Gernot, erst jüngst Finanzminister 2014, als ich auch zum ersten Mal dieses Treffen organisieren konnte, habe das dann auch letztes Jahr gemacht und muss sagen, dass dieses Treffen eines der interessantesten ist, die man im Jahr hat. Denn wir haben sehr vieles gemeinsam, nicht nur die deutsche Sprache, die wir vielleicht ein ganz bisschen anders aussprechen, aber wir verstehen uns sehr gut in dieser Sprache. Aber auch, weil wir Ansätze haben, wie wir Finanzpolitik machen, die sich sehr, sehr stark gleichen, ob in der EU oder nicht. Luxemburg hat auch sehr schnell reagiert in der Pandemie. Wir haben Mitte März schon das Lockdown entschieden und haben dadurch sehr schnelle Resultate auf Gesundheitsebene bekommen. Wir waren schneller als andere in der zweiten Welle, sind jetzt wieder in einer absinkenden Phase, wobei die meisten Länder wieder im Aufschwung sind. Und das bringt mich dazu zu erläutern, dass man sehr schön aufpassen muss, was man jetzt über Finanzpolitik sagt und Budgetpolitik, denn es wird uns nicht gelingen, das Virus auszumerzen. Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Und das heißt, dass das Kosten mit sich bringt und Maßnahmen auf gesundheitlicher Ebene, aber auch wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringt, die man nicht alle jetzt schon kennen kann und ausrechnen kann. Also man muss in der ganzen Sache bescheiden bleiben. Wir haben, wie die anderen Kollegen und Minister hier, auch ein Paket von Maßnahmen beschlossen, die fast 20% des Bruttosozialproduktes ausmachen. Nummer eins war natürlich Arbeitsplätze sichern und die Kurzarbeitregelung steht da ganz stark im Vordergrund. Zweiter Punkt war natürlich Liquidität, Aufschub von Steuern und drittens Garantien, ähnlich wie die meisten von uns das gemacht haben. Und das hat gut gewirkt. Wir haben also, glaube ich, die fünf Länder hier schnell gearbeitet und im Grunde ein bisschen anders reagiert als 2008, 2009. Das ist ein großer Unterschied. Die Krise ist natürlich auch anders. Und ich hoffe, dass wir dadurch auch schneller aus der Krise herauskommen werden. Zum Thema Steuern. Luxemburg unterstützt diese Initiative, dass wir eine neue Steuerlandschaft weltweit brauchen. Wir brauchen gemeinsame Spielregeln in Sachen Steuern. Und das gilt ganz besonders für die digitale Wirtschaft, die natürlich auch in der Covid-Krise sich als sehr stark gezeichnet hat und verstärkt hat. Und das beweist, dass wir da eine gemeinsame Lösung auf Weltebene brauchen. Darum ist die OECD natürlich der richtige Ort und das inklusive Format, das da auf die Füße gestellt worden ist, wo Luxemburg sehr proaktiv mitmacht, ist schon der richtige Ort. Die EU spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle da und Deutschland hat ja jetzt die Präsidentschaft der EU und ich weiß, dass Olaf Scholz dieses Thema sehr stark pushen wird. Wir werden da gerne mitarbeiten. Europa hat da seine Rolle zu spielen. Wir brauchen eine gerechtere Digitalbesteuerung auf der einen Seite, das ist die erste Säule der Diskussion. Wir brauchen aber auch eine Mindeststeuer, die wird nämlich in der ganzen Welt für mehr Ruhe sorgen in Steuersachen. Und Ruhe ist das, was wir brauchen, denn Ruhe bringt auch natürlich viel Glaubwürdigkeit und bringt natürlich auch Fiduz in die Wirtschaft. Und das ist das, was wir jetzt gerade in dieser Zeit brauchen. Vielen Dank, Herr Finanzminister Maurer aus der Schweiz.
Grüezi miteinander. Vielleicht auch aus unserer Sicht, wir sind gerne hier, wir sind ja weder Mitglied im EWR noch in der EU. Daher ist dieser Austausch für uns außerordentlich interessant und spannend. Covid, die Schweiz hat ein Drei-Säulen-Programm beschlossen. Erste Säule Sanitätsmaterial, Masken, Desinfektionsmaterial. Dafür haben wir etwas mehr als 1 Milliarde ausgegeben. Zweitens Kurzarbeit mit verschiedenen Programmen und Verlängerung auf 18 Monate. Dafür werden wir etwas mehr als 15 Milliarden brauchen dieses Jahr, zusammengefasst also rund 17 Milliarden. Die dritte Säule ist die Versorgung der Wirtschaft mit Liquidität. Hier haben wir ein Programm gewählt, dass die Firma zur Hausbank geht, dort ein Darlehen beantragt, dass wir bis zu 500.000 Franken zu 100% verbürgen aus Sicht des Staates. Wenn der Betrag mehr als 500.000 Franken beträgt, dann muss die Bank 15% des Risikos übernehmen. Das hat dazu geführt, dass wir innerhalb von 2 Wochen über 100.000 solche Projekte abgewickelt haben mit einem Kreditumfang von 16,4 Milliarden. Das sind Darlehen. Ich nehme an, dass das eine oder andere dann auf uns zurückkommen wird und wir die entsprechende Bürgschaft übernehmen müssen. Diese Maßnahmen waren wirksam. Die Arbeitslosenzahl hat sich bisher nicht erhöht. Sie beträgt weiterhin 3,2%. Wir gehen davon aus, dass sie nächstes Jahr auf leicht über 4% steigen wird. Aber es ist gelungen, Sicherheit zu geben. Aber es ist selbstverständlich nicht alles gelöst. Diese Krise hat Auswirkungen, insbesondere auch im Tourismus, in der Gastronomie. Das werden wir dann nächstes Jahr noch sehen. Die Verschuldung der Schweiz steigt jetzt von knapp 14% des BIPs auf rund 17%. Wir gehen davon aus, dass wir diese zusätzlichen Schulden, die wir jetzt angehäuft haben, von 17, 18 Milliarden in den nächsten 10 Jahren wieder amortisieren können. Das ist auch unser Ziel. Folgen dieser Covid-Krise. Ich denke, wir brauchen 3 Komponenten. Wir waren jetzt stark auf die Gesundheit fokussiert. Wir brauchen, wenn wir zusätzliche Maßnahmen treffen, müssen sie auch wirtschaftlich tragbar sein. Man muss das mit der Wirtschaft abstimmen. Es muss bezahlbar sein. Und die dritte Komponente ist, wie gehen wir gesellschaftlich damit um? Wie reisen wir? Wie bewegen wir uns in Zukunft? Und ich glaube, es braucht ein Gleichgewicht dieser 3 Maßnahmen. Darauf müssen wir ein besonderes Gewicht legen. In Bezug auf die internationale Besteuerung, wir begrüßen eine internationale Lösung. Sie muss aber administrativ einfach zu bewältigen sein für die Firmen. Und drittens meinen wir, dass sie nicht sofort eingeführt werden soll. Die Firmen brauchen jetzt Zeit, sich von dieser Covid-Krise zu erholen. Sie müssen entsprechende Maßnahmen umsetzen. Und wenn wir eine internationale Besteuerung ins Auge fassen, müssen wir uns dafür wohl etwas Zeit lassen, um ein multinationales Konzept zu entwickeln, das administrativ einfach ist und das für die Firmen und für die Staaten dann auch zu bewältigen ist. Besten Dank. Zwei Fragen an Finanzminister Blümel. Jetzt hat Österreich sich immer damit gerühmt, dass wir besonders gute Maßnahmen haben, unter anderem die 100%-Garantie für Kredite. Das hat auch die Schweiz so. Hat sich Österreich jetzt in diesen Gesprächen auch was von den anderen Ländern abschauen können, was Maßnahmen angeht? Und die zweite Frage betrifft die Digitalsteuer. Sind Sie auch so optimistisch wie Ihr Kollege Scholz, dass da im Herbst ein Blueprint schon geben kann? Die USA haben sich ja zuletzt aus Gesprächen zurückgezogen. Was macht Sie optimistisch, dass es da doch eine Lösung auf OECD-Ebene geben kann? Ja, vielleicht zur zweiten Frage zuerst. Ich habe erst vor wenigen Tagen auch den Außenminister der USA, Pompeo, hier gehabt und das Gesprächsklima war ein sehr, sehr gutes. Das heißt, hier gibt es konstruktive Gespräche, auch wenn es noch immer unterschiedliche Ansätze und Zugänge gibt. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber wir wollen hier als Österreich gemeinsam mit all unseren internationalen Partnern auch dafür kämpfen, dass es eine internationale Lösung in diesem Bereich gibt. Es braucht hier eine faire Besteuerung. Kann nicht sein, dass der Kreislaumseck de facto mehr Steuern zahlt als große multinationale digitale Konzerne. Das ist eine Frage von Steuergerechtigkeit. Und deswegen begrüße ich auch die Tätigkeit auch der deutschen Präsidentschaft, die hoffentlich auch gemeinsam von Erfolg gekrönt sein wird, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Zu den Covid-Maßnahmen.
Sie haben es ja gerade gehört, es gibt die verschiedensten Schwerpunktsetzungen. Nicht jede Volkswirtschaft ist gleich aufgestellt. Österreich ist insofern besonders betroffen, weil wir einen großen Anteil unseres Wohlstandes über den Tourismus erarbeiten, der in allen Ländern massiv getroffen ist und gleichzeitig ein sehr exportorientiertes Land sind und die internationalen Lieferketten natürlich durch das Coronavirus gestört sind. Deswegen schauen wir uns sehr genau an, wo wir noch Maßnahmen hinzufügen können. Wir haben jetzt im Sommer auch beschlossen, dass es den Fixkostenzuschuss zweite Phase gibt, der jetzt präsentiert worden ist. Wir haben auch die Möglichkeit gegeben, dass die 6,5 Milliarden Euro an Steuern, die gestundet worden sind, zum Teil ja gar nicht mehr zurückfließen müssen, durch zum Beispiel Verlustrücktragsmöglichkeit, das heißt Verluste, die in diesem Jahr erwirtschaftet werden, können mit den Gewinnen der vergangenen Jahre gegengerechnet werden. Das ist gerade eine Maßnahme für wirtschaftlich gesunde Unternehmen, unter anderem auch die Möglichkeit einer Gewinnglättung, das heißt, dass Gewinne aus dem letzten Jahr zum Teil über eine Rücklage gleich ins 2020er mitgenommen werden können. Das erhöht das Eigenkapital, das verbessert die Liquiditätsmöglichkeit. Und all diese Maßnahmen sollen eben dazu führen, dass wir gemeinsam im Verband aller Länder hier unsere Bevölkerungen besser durch die Krise bringen. Die Überlegung in Deutschland, die Kurzarbeit auf 24 Monate auszuweiten, ist das etwas für Österreich auch denkbar? Und Herr Scholz, Ihre Börsensteuer, haben Sie die debattiert? Ist die angesprochen worden? Ist das ein Thema, das Sie weiterhin aktiv verfolgen? Vielleicht zunächst antworten. Wir haben ja die Kurzarbeit jetzt in mehreren Phasen verlängert. Wir haben die erste Phase der Corona-Kurzarbeit auf 3+3 Monate auch mit den Sozialpartnern ausverhandelt in einem sehr, sehr großzügigen Bereich. Nettoersatzraten von bis zu 90%, die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge. Diese Verlängerung ist auch passiert. Mittlerweile ist ein Volumen von über 10 Milliarden Euro beantragt worden. 4,5 Milliarden Euro sind abgerechnet worden. Wenn ich zurückerinnere an den Zeitpunkt, als wir die Kurzarbeit beschlossen haben und für diese Corona-Phase, war das unglaubliche Volumen von 400 Millionen Euro. Also da hat sich einiges getan, auch in der Einschätzung und dem Bedürfnis seit dieser Zeit. Und wir haben ja jetzt auch im Sommer die Perspektive gegeben, dass eine zweite Phase der Kurzarbeit bis ins nächste Jahr hineingehen darf für die Branchen, die besonders betroffen sind, mit etwas geänderten Sätzen. Insofern glaube ich, dass wir hier alle in Europa auf einem sehr, sehr ähnlichen Weg sind, der auch der richtige ist. Was die Frage der Besteuerung von Finanztransaktionen betrifft, war das jetzt nicht Gegenstand dessen, was wir bisher besprochen haben. Aber ich will Ihnen gerne etwas über den Stand der Dinge sagen. Es ist so, dass es bisher eine solche Regelung gibt, mittlerweile außerhalb der EU in Großbritannien, in dem größten Börsenplatz in London. Es gibt das in Paris, es gibt das in Italien, es gibt das in Spanien, es gibt das demnächst in Portugal und es gibt das in Griechenland. Weitere Länder sind in der Diskussion. Alleine wenn nur zu denen, die das bisher machen, Deutschland hinzukommt, wären das nach meinen Berechnungen etwa 94% der damit umfassten Umsätze. Also es gibt ein bisschen eine etwas verzerrte Debatte. Tatsächlich findet ja in vielen Ländern gar kein relevanter Börsenhandel statt. Ich glaube, das muss man sich immer klar machen. Die Erlöse in Deutschland wären bei dem französischen Modell 1,4 Milliarden. Und wenn aus irgendeinem Grunde sich Österreich entschiede, das in Österreich so zu machen, wie Frankreich es macht, kämen 36 Millionen raus. Also da sieht man, was für ein Unterschied ist in der Debatte. Deshalb gibt es, glaube ich, in den nationalen Diskussionen auch immer ganz andere Schwerpunktsetzungen, was das betrifft. Trotzdem bleibt das aus meiner Sicht auf der Tagesordnung, dass wir auch eine Verständigung dabei herbeiführen und dass wir das in Deutschland auch einführen werden. Was die Frage betrifft der gesamteuropäischen Lösung, ist es ja so, dass wir im Zusammenhang mit dem Paket, über das wir uns verständigt haben, auch gesagt haben, es muss auch refinanziert werden. Da ist eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgezählt, über die wir uns im nächsten Jahr unterhalten werden. Zum Beispiel die Emissionshandelserlöse bei Luftfahrt und Seeschifffahrt, die Frage Border Adjustment Tax, Plastic Tax ist in den Beschlüssen der Regierungschefs drin. Das gilt auch für die Frage Digitalbesteuerung, die da drin ist, und die Besteuerung von Finanztransaktionen. Also es gibt einen ganzen Strauß von Themen, die demnächst auf der europäischen Agenda sind, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie nehmen wir nicht nur jetzt Kredite auf, sondern wie zahlen wir sie auch wieder zurück, was ja nach unseren Festlegungen, auf die ich sehr bestanden habe, auch innerhalb des jetzigen 7-jährigen Finanzplanungszeitraums der Europäischen Union beginnen muss. Und das heißt, bis dahin muss ja Klarheit sein.
Herr Scholz, heute gibt es Koalitionsgespräche bei Ihnen über die Möglichkeit einer längeren Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Ich wollte noch fragen, wie ein Kompromiss da ausschauen könnte und ob es so einen Kompromiss geben wird. Wir sind, glaube ich, sogar schon einig, aber das verkünden wir, wenn wir das auch sagen wollen. Noch eine Frage an Herrn Scholz und Herrn Blümel. Es gibt ja durchaus auch Kritik an den Maßnahmen, dass die eben jetzt, wenn man sie weiter fortsetzt, zu Strukturverzerrungen führen. Da hat sich unter anderem der Wirtschaftsweise Feld jetzt geäußert. Hält man da Unternehmen, die es möglicherweise nicht verdienen, nicht zu lange am Leben? Sollte man die, wie Herr Feld sagt, nicht über die Kante stoßen und sagen, okay, wir haben euch lang genug jetzt in dieser Krise über Wasser gehalten und jetzt irgendwann muss ein Ende da sein? Das sind so Theorien, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, wir gucken uns mal lieber die Praxis an. Was die Kurzarbeiterregelung betrifft, haben wir ja einen Erfahrungsvorlauf. Ich war ja 2008, 2009 in Deutschland Bundesminister für Arbeit und Soziales und habe damals das Modell der Kurzarbeit als großflächiges System empfohlen, Stück für Stück umgesetzt, mit am Ende einer Laufzeit von auch 24 Monaten, die wir möglich gemacht hatten. Und es hat überhaupt keine Missbrauchssituation von Relevanz gegeben und es hat auch überhaupt nicht dazu geführt, dass ein Unternehmen dadurch am Leben erhalten wurde, das es sonst nicht geschafft hätte. Aber die Unternehmen und die Beschäftigten haben von uns die klare Botschaft gekriegt, wenn sie so mutig sind, beieinander zu bleiben, dann gehen wir die ganze Strecke mit ihnen mit. Da Kurzarbeit immer Geld kostet, für die Unternehmen ist es gar keine wirtschaftliche Entscheidung, die zu nutzen, wenn man hinterher sowieso seine Beschäftigten entlassen will. Das ist ein ökonomischer Fehlgriff, um es ganz offen zu sagen. Das könnte ich jedem Einzelnen vorrechnen. Und deshalb gibt es auch diese Missbrauchsvariante praktisch nicht. Es ist also eine vernünftige, sinnvolle Maßnahme des Durchhaltens. Am Ende der Krise haben viele, auch die OECD und andere, die uns betrachtet haben, die Europäische Union zum Beispiel gesagt, die Internationale Arbeitsorganisation, der IWF, dass wahrscheinlich das schnelle Wiederanspringen der deutschen Volkswirtschaft nach der letzten Krise ganz viel damit zu tun hatte, dass die Beschäftigten noch in den Unternehmen waren. Manchmal nur sehr unterbeschäftigt, bis es allmählich wieder losging. Andere hatten ihre Beschäftigten entlassen, mussten die mühselig wieder suchen, die sich vielleicht auch längst woanders orientiert hatten und haben einen riesigen, kostenintensiven Wiederanspringenprozess gehabt. Und das hat einen zeitlichen und ökonomischen Vorsprung für die deutsche Volkswirtschaft damals mit sich gebracht. Ich gehe davon aus, dass wenn es diesen Praxisversuch gegeben hat, der gut ausgegangen und wissenschaftlich sorgfältig untersucht worden ist, dann kann man nicht Theorien darüber entwickeln, warum es aus irgendeinem Grunde anders sein soll. Das Gleiche gilt für die Kreditprogramme, die Unterstützung, die wir auf den Weg gebracht haben. Es wird sicherlich das eine oder andere Unternehmen geben, das das nicht erfolgreich meistert, was jetzt hier alles an Herausforderungen auf sie zukommt. Aber die allermeisten werden es schaffen. Und alleine für die wird es sich lohnen, dass wir ihnen das überhaupt möglich gemacht haben. Was für ein verheerendes Desaster würden wir in unseren Volkswirtschaften anrichten, wenn wir den Unternehmen nicht ermöglichten, dass sie gewissermaßen es durch die Krise schaffen, um dann weiterzumachen mit dem, was sie dann in dieser Zeit lernen. Gleichzeitig ändern sich Geschäftsmodelle des Einzelhandels, der Hotellerie, der Gastwirtschaft, der Art und Weise, wie wir unsere Verwaltung organisieren, die Videokonferenzformate, verschiedene Verkaufsmöglichkeiten. Alles wird neu ausprobiert und die Digitalisierung macht einen riesigen Sprung fortwärts, sodass ich sogar davon ausgehe, dass wir einen riesigen Innovationsschub auch infolge der Krise haben werden, der eher zu einer weiteren Stärkung unserer Volkswirtschaft beitragen wird. Also ich glaube, die Maßnahmen sind alle wohl überlegt und gut begründet und wir halten nicht irgendwas am Leben, das sowieso keine Chance hat, sondern wir retten Arbeitsplätze und Unternehmen und unsere Volkswirtschaften und das ist auch richtig so. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. In der jetzigen Situation wäre es absurd, wenn wir von staatlicher Seite nicht fiskalpolitisch intervenieren würden. Ich bin kein Fan davon, wenn man das überdurchschnittlich tut in Zeiten, wo normale Wachstumsraten oder gute Wachstumsraten da sind. Das habe ich immer kritisiert. Da geht es auch um die Staatsverschuldung. Das sind Zeiten, wo viel Wachstum ist, man trotzdem mehr ausgibt, als man einnimmt. Das ist absurd, das haben wir auch abgestellt. Aber in der jetzigen Situation gilt es,
dass wir möglichst viele Unternehmen und möglichst viele Arbeitsplätze durch diese Krise hindurch retten und begleiten, damit wir danach möglichst schnell wieder zu unserem Wohlstand zurückkehren können. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und da muss ich auch offen sagen, da ist es mir lieber, wenn wir das Risiko eingehen, dass wir vielleicht das ein oder andere Unternehmen, das es auch ohne Corona nicht geschafft hätte, über diese Zeit hindurch retten, als dass wir viele Unternehmen, die ohne Corona überlebt hätten, jetzt nicht retten. Das ist eine eindeutig richtige Politik in der jetzigen Situation, die eine krisenhafte ist, das heißt eine übergangsmäßige, keine dauerhafte, aber für diese Übergangszeit ist das der richtige Weg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich darf noch mein Gruppenfoto bitten. Vielen Dank.